Willkommen meine Freunde von Fettspielen zu einem neuen Let's Play Mobile hier auf unserem YouTube-Channel. Ich bin Tim und ich spiele für euch heute Sequest für Android. Und zwar starten wir direkt hier rein in die Runde, drücken auf Play und dann geht's auch schon los. Wir sind das kleine U-Boot oben an der Oberfläche, müssen Taucher einsammeln und die dann wieder an die Oberfläche bringen. Und zwar müssen wir genau 6 Taucher einsammeln. Dabei steuern wir unten mit dem D-Pad, wie ihr seht, und auf der rechten Seite können wir auch Torpedos abfeuern. So, jetzt geht's los direkt. Hier unten ist der erste Taucher und das ist auch direkt der erste Hai mit Sprengstoff. Den sollten wir tunlichst meiden, also nicht berühren, und wir können ihn auch nicht abschießen, wie ihr hier seht. Ich zeig's euch mal. Hier wirkt nicht. Keine Torpedos gegen Haie. So, und ich muss immer genau 6 von den Kollegen hier einsammeln. Zack, zack, 6 und an die Oberfläche bringen. Und dann habe ich die Runde auch schon geschafft. Jetzt werden die abgeladen. Ich kriege oben links neuen Sauerstoff getankt. Und kann dann auch direkt wieder weitermachen hier. Und jetzt wird es natürlich ein bisschen schwerer schon. Jetzt gucken wir auch mal hier, dass wir das so richtig machen. Sehr schön. Wir können hier auch die U-Boote abknallen. So, okay, da gibt es dann den Dualantrieb. Ich hoffe, der bleibt unten liegen. Bleibt er allerdings nicht. Oh, wow, 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 wow. Sehr schwer. Continue. Machen wir direkt weiter hier. So, dann gehen wir hier lang. So, kommt her, wo sind meine Taucher? Müssen wir dem ausweichen hier. Können hier noch ein bisschen schießen, vorsorglich, damit uns nichts passiert. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich brauche, manchmal werfen die auch so Doppelmunition ab. Das wäre dann nicht schlecht, wenn ich mir das schon mal schnappen könnte. So, feuern wir hier schon mal ein bisschen prophylaktisch in die Menge rein, damit uns hier nichts passieren kann. Ja, jetzt brauchen wir noch einen Taucher noch, der Sauerstoff wird knapp. So, und nichts wie hoch, nichts wie hoch, nichts wie hoch. Jawohl, das haben wir noch geschafft, sehr gut. Puh, jetzt geht's auch schon in die nächste Runde. Jetzt wird es richtig knackig, wenn ich vor allem noch keine... Oh, wow, 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 wow. Sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwer. Machen wir mal direkt Continue, wir haben erst 120 Gold. Mit 150 können wir uns das nächste Upgrade kaufen. Jetzt gehen wir hier mal richtig rein in die Menge. Hier runter, zack, 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 zack. Komm, komm, hier. Du kommst her, komm her. Jawohl, 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 jawohl. Oh, die Haie, die Haie, die Haie. Oh, das ist richtig. Oh, ist richtig schwer. Okay, quit. Okay, die Runde haben wir leider verloren, wie ihr seht. Okay. Komm, wir machen noch eine Runde. Ja. Okay, jetzt habe ich geübt. Jetzt geht's richtig los. Okay, erste Runde ist immer easy, da müssen wir nur die 6 Taucher einsammeln, das ist ziemlich einfach. Da haben wir den ersten. Zack, 1. Dann schießen wir schon mal prophylaktisch in die Richtung. 2, 3, 4. So, next diver. 5, 6. Oh, too much! Das kann auch passieren, wenn ihr mehr als 6 Taucher einsammelt, geht ihr direkt kaputt. Das ist auch nett, oder? Findet ihr nicht auch? Sehr nett gelöst. Das wollte ich euch auch einfach mal zeigen. Der Taucher ist jetzt dann einfach mal verschwunden. So, schön, das U-Boot machen wir mal platt hier. Oh, Mann, 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 Mann. Das ist auch richtig schwer, dieses Spiel. Die Musik ist sehr, sehr geil. Ich finde, die Musik ist so ziemlich... Die ist einfach nur entspannt. So richtig... Seefahrer. Komm her. Ja, ich töte euch alle. Oh, nein! Okay, hier unten seht ihr auch mal ein Sauerstoffpack. Komm, komm. Das war ja eine richtige Fehlerrunde. Wir machen direkt noch eine hier hinten dran. Ist doch für mich kein Problem hier. Continue, zack. Geht direkt weiter hier mit Sequest. Diese Quest werden wir ja wohl erfüllen, oder? Was meint ihr? So, wo sind meine Taucher? Da kommen meine Taucher. So, dann schieß mal prophylaktisch erstmal in die Richtung hier, genau. So, hier haben wir den nächsten. Next one, ja, den können wir mal vergessen hier. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Es ist schon ein wenig tricky. Aber soll mich nicht abhalten. So, einfach mal ganz ruhig bleiben.
So, sehr schön. So, davon haben wir leider noch keine, die nach oben schießen können. Oh, 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 der macht die Minen scharf, der macht die Minen scharf. So, jetzt brauchen wir noch einen Taucher. Und dann gehen wir an die Oberfläche. Zack, drücken hier Continue. Und dann geht es auch schon direkt weiter mit der zweiten Runde. Wir haben leider nur noch ein Leben, das ist ein bisschen schade. Nein! Nein, nein, nein! Sehr schwer. Aber ich würde sagen, das hat uns schon mal einen ersten guten Eindruck von SeaQuest gegeben. Für mich echt eine Überraschung, ist ein ganz schöner Titel eigentlich. Ich hoffe, da kommen noch ein paar Updates für. Und ich würde sagen, das war's erstmal für heute mit unserem Let's Play Mobile SeaQuest. Ich bin Tim und ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal.